Ostermontag, später Nachmittag, und ich möchte mich bei euch allen bedanken und mich nochmal persönlich melden. Hashtag Wir retten Ostern ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen für viele von euch. Das weiß ich aus Kommentaren und aus Nachrichten, die ich bekommen habe, aber auch für mich. Das war ganz beglückend, dass wirklich so viel geliked, geteilt, kommentiert wurde, dass so viele Ideen und Anregungen gekommen sind und dass ich gemerkt habe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid gerne mit mir durch die Karwoche und durch die Ostertage gegangen. Jetzt gehen wir morgen wieder in unseren ganz normalen Alltag. So normal wird er aber nicht sein. Die Kinder gehen immer noch nicht zur Schule. Viele sind im Homeoffice. Wir wissen nicht genau, wie lange es noch dauert. In der Mitte der Woche wird die Regierung uns dann erzählen, wie es eventuell weitergehen könnte. Und das Ganze ist dann doch nicht so hoffnungsfroh, wie wir eigentlich nach den Ostertagen gestimmt sein sollten. Und als ich mir das so überlegt habe, ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich so vor ein, zwei Jahren mit meinem Neffen erlebt habe. Der war damals so 8, 9 Jahre alt und wir sind zusammen durch Köln spaziert und am Ende hat uns unser Weg in den Dom geführt. Und das war sehr faszinierend, weil es waren an dem Tag nicht viele Leute dort und wir sind so weit, wie es ging, nach vorne gegangen, um uns den Dreikönigsschrein von der Ferne anzuschauen. Wir haben uns die Kreuzwegstationen angeguckt, die ja im Kölner Dom sehr eindrucksvoll gestaltet sind. Immer so, dass der Betrachter meint, die Figuren würden einen anschauen. Und als wir zum Ausgang gingen, ist mir aufgefallen, dass auf der rechten Seite ein großes hölzernes Bildnis ist. Das ist eine Darstellung, die den Moment zeigt, als Jesus gerade vom Kreuz genommen wird. Und man kann davor auch Kerzen entzünden. Und mein Neffe und ich sind ganz alleine dort gewesen und haben uns dieses Bildnis länger angeschaut. Und habe ich ihn gefragt, Henry, was siehst du denn da auf dem Bild? Und dann hat er gesagt, boah, ich sehe die Wunde. Und das stimmt. Also man sieht sehr deutlich den Leib Christi und man sieht sehr deutlich die Wunde, die in seine Seite geschlitzt wurde. Also für Kinderaugen sieht es wirklich so aus, als wenn da Bluttropfen rauskommen würden. Dann habe ich ihn gefragt, sag mal, hör mal, wenn du dir all die Leute anguckst, die da rumstehen und die Jesus halten, wer ist denn wohl die Mama von Jesus? Wer ist Maria? Hat er gesagt, ja, die da in der Mitte, die mit dem Blauen. Ich sag, warum denn? Weil die am traurigsten guckt. Ich sag ganz genau, das ist die Mama, das ist Maria. Und tatsächlich sind alle total erschüttert und ganz, ganz traurig, denn Jesus ist gestorben. Sie haben so viel Hoffnung in ihn gesetzt und jetzt ist alle Hoffnung verloren. Jesus ist ans Kreuz geschlagen worden, obwohl er noch eine Woche vorher mit Jubel, Trubel, Heiterkeit nach Jerusalem eingezogen ist. Und ist er nicht der König geworden, sondern er ist tot und er muss ins Grab gelegt werden. Sie haben keine Hoffnung mehr. Boah, sagt der Tante Yvonne, ich hatte auch mal keine Hoffnung mehr. Sag ich, Mensch, wann hast du denn keine Hoffnung mehr gehabt? Er sagte, Schule hat ja gerade angefangen und ich sollte die Frau Schulze kriegen und mit der komme ich überhaupt nicht klar. Ich sag, ja und jetzt? Schwanger, jetzt habe ich doch wieder die Frau Müller. Sag ich, siehste, Henry, und genau so ist das auch mit den Jüngern und mit Maria gewesen. Weil Jesus ist ja gar nicht tot geblieben, er ist am dritten Tage auferstanden und er ist der König der Welt und wir werden das Reich Gottes erleben. Boah, sagt der Tante Yvonne. Da hat Maria aber einen Freudentanz aufgelegt.